Willkommen bei Alpha und Omega. Ach, du lieber Gott, ist im Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart eine Ausstellung übertitelt, die Karikaturen zu den Themen Kirche und Ökumene zeigt. Die Karikaturen sind zum Teil bissig, aber nicht böse. Sie entsprechen der Ironie, die auch der erste Bundespräsident Deutschlands gerne gepflegt hat. Wir wollen uns heute ein wenig im Theodor-Heuss-Haus umsehen, gemeinsam mit unserem Gast, den ich herzlich begrüße. Christian Buchner ist Historiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Bundespräsident Theodor-Heuss-Haus und für die Ausstellung Ach du lieber Gott verantwortlich. Zunächst sehen wir uns eine kurze filmische Impression über Haus und Ausstellung von meinem Kollegen Markus Löw an. Ganz im Norden der Landeshauptstadt, im noblen Villenviertel auf dem Stuttgarter Killesberg, da hat der ehemalige Bundespräsident Theodor Heuss seine letzten Jahre verbracht. Heute ist in diesem Haus ein Museum und eine große Ausstellung über das Leben und Wirken des großen Politikers der Nachkriegszeit untergebracht. Im Erdgeschoss befinden sich die ehemaligen Wohnräume, das heutige Museum. Diese Räume sind exakt so wiederhergerichtet, wie sie im Jahr 1963, dem Todesjahr des Präsidenten, aussahen. Eine Zeitreise in die Nachkriegsjahre. Ein Stockwerk tiefer ist die Ausstellung über das Leben und Wirken von Theodor Heuss. Von den Anfängen 1884, als es in Deutschland noch einen Kaiser gab, über die Weimarer Republik, wo er seine ersten politischen Gehversuche in der Kommunalpolitik unternahm, dann das Dritte Reich, in dem er wegen seiner politischen Überzeugung nicht nur sein Mandat im Reichstag verlor, sondern sogar auch als Autor und Journalist durch die Zensur quasi mit Berufsverbot belegt war. Bis hin zu seinem großen Erfolg als erster Bundespräsident der jungen deutschen Nachkriegsdemokratie. Alles das ist mit zahlreichen Fotos, Texttafeln und Grafiken dokumentiert. Und regelmäßig werden kleine Sonderausstellungen zusammengetragen zu irgendeinem Thema, welches mit Theodor Heuss eng verbunden ist. In diesem Jahr ist es das Thema Ach du lieber Gott, Karikaturen zur Ökumene. Heuss war, ebenso wie seine Frau Elli Heuss-Knapp, von Haus aus evangelisch. Bezeichnend für beide aber ist die Tatsache, dass das von Elli gegründete Müttergenesungswerk ausdrücklich überkonfessionell bezeichnet wurde. Obwohl es zur damaligen Zeit allgemein üblich war, dass die beiden Kirchen ihre jeweiligen Hilfswerke stark mit ihren eigenen konfessionellen Identität verknüpften und von daher streng trennten. Und noch eine Verbundenheit hat die aktuelle Sonderausstellung mit Theodor Heuss. Er selbst war auch ein begeisterter Grafiker. Die Ausstellung im Theodor-Heuss-Haus ist noch bis Ende August zu sehen. Trotzdem zunächst mal die Frage an Sie, Herr Buchner, wie kommt das Thema Karikatur, christliche, religiöse Karikatur ins Theodor-Heuss-Haus? Ja, das ist eine berechtigte Frage und die haben wir uns im Vorfeld auch gestellt. Eine Karikaturenausstellung zum Thema Kirche Ökumene bei Theodor Heuss. Aber letztlich haben wir uns vielleicht aus drei Gründen dafür entschieden, dass das auch unser Haus der richtige Ort für eine solche Ausstellung ist. Zum Ersten das Medium Karikatur. Heuss war die meiste Zeit seines Lebens journalistisch tätig. Er war Ende des Kaiserreichs Chefredakteur der Heilbronner Neckar-Zeitung zum Beispiel und hat sich schon frühzeitig auch mit dem Medium Karikatur auseinandergesetzt. 1910 hat er eine Schrift über die Ästhetik der Karikatur verfasst. Also er hatte durchaus einen Bezug zu dem Medium. Das wäre vielleicht der erste Punkt. Der zweite ist das Thema, und das ist vielleicht etwas überraschend im Falle von Heuss, das Thema Ökumene und Kirche. Heuss war bestimmt kein Ökumeniker, aber er hat sich als Bundespräsident doch sehr nachdrücklich für eine konfessionelle Entkrampfung der deutschen Bevölkerung eingesetzt, also für einen Dialog zwischen Katholizismus und Protestantismus.
Und der dritte Punkt ist die Relevanz und die Aktualität des Themas. Der Themenkomplex Religion, Kirche, Gesellschaft lädt ja eigentlich immer aufs Neue zu Diskussionen ein. Und durch die Anschläge von Paris zu Beginn des Jahres ist das natürlich auf sehr erschütternde Weise noch in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, das Spannungsfeld Religion und Satire. Also das war sozusagen das, was uns motiviert hat, die Ausstellung ins Haus zu holen. Er war Protestant, also evangelisch. Ja. War er auch ein religiöser Mensch, ein frommer Mensch? Das ist eine gute Frage. Also zeitgenössisch haben das konservative Unionspolitiker verneint. Für die war Theodor Heuss nicht christlich und kirchlich genug für das Amt des Staatsoberhaupts. Ich würde das jetzt etwas differenzierter in der Rückschau sehen. Heuss ist zutiefst protestantisch groß geworden. Er hat sich als junger Mann stramm lutherisch gefühlt. Er und seine Frau Elli, die auch eine sehr fromme Protestantin war, wurde von Albert Schweitzer getraut kirchlich. Heuss hat sich sein Leben lang journalistisch und schriftstellerisch mit den Themen Kirche, Konfession, Religion befasst. Er ist sogar von der Uni Tübingen zum theologischen Ehrendoktor ernannt worden. Also es gibt viele Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass Heuss sehr protestantisch verwurzelt war. Er wurde auch selber karikiert in den Zeitungen. Sie haben uns ein Beispiel mitgebracht. Schauen wir uns mal an. Ja, bezeichnenderweise ein spätes Beispiel. Heuss war sozusagen erst nach dem Zweiten Weltkrieg karikaturwürdig als Politiker. Und dieses Beispiel zeigt den Einzug passenderweise ins Theodor-Heuss-Haus. 1959 im September, nach Ende seiner zweiten Amtszeit, ist er in seinen Altersruhesitz gezogen. Und hier zieht er sozusagen symbolisch den Vorhang zu vor den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit. Er hat zeitgenössisch auch die Journalisten regelrecht angeblafft, dass sie ihm jetzt doch seine Ruhe lassen mögen. Man sieht da seine typischen Insignien, Rotweinglas, Zigarren natürlich auch im Mund. Und lustigerweise wird er hier, selbst auf der Karikatur, wird er noch vorne links karikiert. Sieht alles sehr gemütlich aus. Er wurde ja auch Papa Heuss genannt. Das, hat ihm das gefallen? Das wurde er vielfach und ihm hat es überhaupt nicht gefallen. Also einerseits hat er sprachlich eine Aversion gegen das Wort Papa gehabt. Er fand Vater viel schöner. Aber vielmehr hat ihn das Inhaltliche gestört, dass mit diesem Papa Heuss so eine Verkitschung, eine Banalisierung des Politikers Heuss einhergehen würde. Er hat sozusagen um sein historisches Ansehen gefürchtet, denn das sah er beschädigt, dadurch, dass ihn die Leute als Papa ansehen und nicht als Staatsoberhaupt. Was auch zu Heuss und den Karikaturen passt, ist eben, dass er selbst gezeichnet hat. Ja. Und zwar sehr gut gezeichnet hat. Das schauen wir uns auch mal an. Hier sehen wir ihn zeichnen. Also er selber hat sich als vergnügten Dilettanten bezeichnet. Ja. Es sind rund 500 Zeichnungen von ihm überliefert. Meist mit Kreide oder auch Bleistift gezeichnet. Selten mal mit Tusche. Und er hat sich's nie nehmen lassen. Also er, selbst auf Staatsbesuchen hat er nicht immer zur Freude des Protokolls sich die Ruhe genommen, sich auf einen kleinen Hocker zu setzen und Landschaften, Architektur vor allem zu malen. Schauen wir uns drei Beispiele an von dem, was er gezeichnet hat. Ja, das ist eine frühe Zeichnung von ihm. Das zeigt seinen Vater Louis Heuss, eine der seltenen Tintenzeichnungen. Und man kann schon erahnen, dass hier eine gewisse Strenge aus den Zügen des Vaters doch, denke ich, deutlich wird. Und so hat er den Vater zwar auch als eine große prägende Figur wahrgenommen, aber eben auch als einen sehr strengen Vater. Das wird auch im Kontrast deutlich. Hier sehen wir dann die Mutter, die er mit Bleistift skizziert hat, die wesentlich weichere Züge hat, was auch wohl ihrem etwas weicheren Gemüt entsprochen hat. Sie war eine sehr fromme Frau, auch in deren Stammbaum sich viele Pfarrer finden. Und dann noch? Und das führt uns jetzt sogar nach Baden-Württemberg. Das ist, ich glaube, die katholische barocke Klosterkirche St. Georg in Ochsenhausen, die er von 1917 stammt, dieses Bild, glaube ich, dort gezeichnet. Das ist sozusagen ein ganz typischer Heuss, mit Kreide, Landschafts- oder Kulturarchitektur. Damals hat man in der Schule noch zeichnen gelernt, also im Gymnasium, da wo Heuss. Ja, in seinem Fall gab es allerdings die Besonderheit, der Kunstunterricht wurde abgeschafft und er hat als 16-Jähriger die Initiative ergriffen, über den Kopf des Rektors hinweg sich sozusagen den Kunstunterricht für sich und seine Freunde erstritten. Also darauf war er Zeit seines Lebens stolz, dass er in solch jungen Jahren schon Erfolg hatte mit einer Initiative dieser Art.
Man kann ihn als Bildungsbürger im besten Sinne bezeichnen. Ersten Ranges, also dadurch hat er sich definiert. Er war von Beginn an bildungsversessen, muss man sagen. Er hat pro Woche circa 2 Bücher gelesen. Er hat penibel Buch darüber geführt. Er war künstlerisch begabt, musikalisch nicht gar so sehr. Aber er war immer wirklich, schon als Junge merkt man das, wie sehr er in alle Richtungen interessiert war. Und auch als Bundespräsident war er natürlich ein Gegenentwurf, wenn man sich die Staatsoberhäupter davor ansieht. Also er war ein Kulturbürger wirklich ersten Ranges. Ich habe jetzt hier ein kleines Büchlein auf den Tisch gestellt. Das ist der Katalog zur Karikaturenausstellung. Und wir wollen uns mal ein paar Beispiele anschauen und versuchen, eine Brücke zu schlagen aus der Zeit von Theodor Heuss in das Heute hinein. Mhm. Wie wird Kirche und Ökumene heute satirisch dargestellt? Und wie war die Situation der Kirche oder der Kirchen zur Zeit von Heuss? Muss man noch mal sagen, Lebensdaten 1884 bis 1963, so lange hat er gelebt. Und er war Bundespräsident von 1949 bis 1959. Speziell mit den 50er Jahren wollen wir uns da auch ein bisschen jetzt herantasten an diese Geschichte und den Vergleich wagen. Schauen wir uns ein Bild an, eine Karikatur an, wo es heißt, in die Kirche gehst du, wieso, gibt es einen Notfall, geht es dir schlecht, bist du krank? Das zeigt, also heute muss man irgendwie dicke Probleme haben, wenn man in die Kirche gehen will. Ja, das ist auch ein Leitmotiv vieler Karikaturen, die Entkirchlichung sozusagen der Gesellschaft, die Säkularisierung. Und die Dimensionen dieses Prozesses, finde ich, werden hier ganz schön deutlich. Einerseits spielt die Kirche im Alltag keine entscheidende Rolle mehr. Aber andererseits eben gerade in Notsituationen, wenn es einem schlecht geht, gerade dann ist sie doch noch gefragt, als Trostspender, als Seelsorgerin vielleicht auch. Also insofern ist die Entkirchlichung kein Prozess, hier hört es auf. Bei Katastrophen fällt es auch. Immer wenn irgendetwas passiert, geht man plötzlich wieder in die Kirche. Ja? Geht man in die Kirche, auch natürlich die kirchliche Seelsorge vor Ort ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und im Anschluss an solche Katastrophen gibt es für gewöhnlich immer große ökumenische Trauergottesdienste. Also in solchen Fällen ist die Kirche tatsächlich immer noch natürlich sehr präsent. Ja, wie war das zur Zeit von Heuss, als er Bundespräsident war? Da war doch der Kirchgang noch obligatorisch, mehr oder weniger. Ja, vor allem im katholischen Bereich war er ungleich obligatorischer als im evangelischen. Das war schon immer so. Die Kirchpflicht gibt es in der Form im Protestantismus ja nicht. Aber es lassen sich schon erste Tendenzen, zeichnen sich schon ab Richtung Ende der 50er Jahre, dass dieser Kirchgang nicht mehr ganz so obligatorisch wird. Und es gibt da recht zuverlässige Zahlen, die das Ende der 50er Jahre das schon einläuten lassen, diese Tendenz. Hatten die Kirchen damals noch einen großen Einfluss auf die Politik? Sie haben über dieses Thema Ihre Doktorarbeit geschrieben, also Kirche in den 50er Jahren. Wenn man das mit heute vergleicht, hatte man da noch einen direkteren Durchgriff? Zum Beispiel Adenauer war ja ein sehr katholischer Typ. Ja, auf Adenauer war der Zugriff allerdings eher schwierig. Der war zwar kölsch-katholisch, aber ebenso selbstbewusster kölscher Katholik. Der kannte zwar den Kardinal Frings in Köln, die waren gut miteinander, aber er hat nichts mehr eigentlich nicht gemocht als klerikale Übergriffe. Also da war bei Adenauer schnell Schluss. Aber es gab in der Tat, damals wurden 2 Lobbybüros gegründet der Kirchen. Und die haben auf sehr vielfältige Weise Einfluss ausgeübt auf die Politik. Und das lässt sich in der Personalpolitik nachweisen, das lässt sich auch in der Sachpolitik nachweisen. Man muss auch immer berücksichtigen, damals gab es eine christliche Quote, also die Bevölkerung war zu 95% christlich, also gehörten entweder der katholischen oder der evangelischen Kirche an. Die Kirchen hatten somit einen Pfund, auch mit dem sie gegenüber der Politik wuchern konnten. Also immer im Hintergrund, hinter uns stehen sozusagen 95% der Bevölkerung. Ja, kann man heute nicht mehr sagen. Ja. Kann man nicht mehr sagen, nein. Ja. Schauen wir uns die nächste Karikatur an. Da steht, wenn ich das richtig sehe, Jesus Christus in der Kirche und hätte gern die Heilige Kommunion. Und dann wird er gefragt, sind Sie überhaupt katholisch? Ich habe Sie bei uns hier noch nie gesehen. Ja, das ist natürlich bei Lichte betrachtet schon eine ziemlich beißende Kritik an der Blindheit, vielleicht auch an der Borniertheit der Amtskirche, die hier einen mit ausgestreckter Hand auf ihn zugehenden Jesus nicht sieht, ihn nicht für katholisch hält. Auch da lässt sich natürlich viel weiter denken. Was ist mit der Kommunion, wie ist mit dem Zugang zur Kommunion? Wird es mal eine interkonfessionelle geben? Wie ist es mit den geschiedenen Neuverheirateten, der Zugang zur Eucharistiefeier?
Wie sieht es mit gemischt konfessionellen Ehen aus? Also da ist sicherlich im Katholizismus die Haltung wesentlich dogmatischer als bei der evangelischen Abendmahlsfeier. Ist aber ein evangelischer Pfarrer, oder? Ich glaube nicht, oder? Also ich hätte jetzt vermutet, dass es eher mit der Hostie... Nee, kann gar nicht sein. Nein. Er kriegt ja nicht das Abendmahl, sondern die Heilige Kommunion. Ja, okay. Kirche ja... Oder Kirche nein, Jesus ja, Kirche nein. Das ist auch so eine Tendenz, die man heute spüren kann, dass sich die Leute von der Kirche abwenden, aber eigentlich doch den Glauben suchen. Zur Zeit von Heuss, als er Bundespräsident war, war das noch nicht so. Nein, also das muss man wirklich sagen, das war fast eine Realunion von Glaube, Gläubigkeit, Religiosität, die kirchlich gebunden ist. Also das ist wirklich eine Tendenz, die sich fast erst in den 70ern breit gemacht hat, diese Tendenz Richtung Individualisierung des Glaubens. Heute spricht man dann vielfach von Patchwork-Religion. Das war damals in den 50ern wirklich noch nicht im Ansatz dran zu denken. Sind die Kirchen auch geschlossener aufgetreten? Kann man das so sagen? Die katholische ja. Die katholische war wirklich gerade in ihrer Außendarstellung wie ein monolithischer Block, ist sie aufgetreten. Tendenzen wurden auch, die ein bisschen gegenläufig waren, sehr effektiv wieder eingebunden durch die Amtskirche. Die evangelische Kirche ist auch damals schon wirklich aufgetreten, wie man es fast von ihr erwarten würde, wirklich in aller Vielstimmigkeit. Das war ein kakophonisches Konzert im Vergleich zu der Einstimmigkeit der katholischen Kirche. Und das hat ihr auch wesentlich die Einflussnahmen versperrt, in die gesellschaftlichen Entwicklungen hineinzuwirken. Das hat die katholische Kirche wesentlich effektiver auch vermocht, auch weil die Gefolgschaftstreue unter den Katholiken wesentlich ausgeprägter ist für gewöhnlich als unter den Protestanten. Woran liegt es am Papst? Weil es ein einheitliches Zentrum ist, gibt? Das ist natürlich der Papst an der Spitze einer hierarchisch streng geordneten Kirche, der auch noch ein Lehramt hat. All das gibt es ja in der evangelischen Kirche nicht. Es gibt keinen Kodex oder kein kanonisches Recht in der evangelischen Kirche, keinen Papst, keine Hierarchie, es gibt kein Lehramt. Ein Landesbischof hat genau die gleiche geistliche Qualität wie ein Dorfpfarrer sozusagen. Also es gibt viel, was im Protestantismus das begründet, dass diese Gefolgschaftstreue nicht ausgeprägt ist in dem Maße wie im Katholizismus. War die CDU damals noch eher eine katholische Partei? Ja, das war sie, das blieb sie auch noch für eine Weile. Also der Kern der CDU war das katholische Zentrum, die katholische Partei, wie sie im Kaiserreich gegründet worden ist. Und daraus haben sich auch viele Personen rekrutiert. Auch Adenauer war ja ein alter Zentrumspolitiker gewesen. Und insofern ist das Zentrum, bildet den Kern der späteren CDU, CSU. Aber die Errungenschaft war ja sozusagen, dass diese Partei auf einmal interkonfessionell war. Das gab es vorher nicht in der politischen Landschaft, eine konservative, christliche, interkonfessionelle Partei. Aber die Protestanten haben etwas gefremdelt mit dieser vermeintlich katholischen Union. Deswegen hat sich auch 1952 ein evangelischer Arbeitskreis innerhalb der CDU gegründet, den es heute übrigens immer noch gibt, den Frau Merkel auch mal angeführt hat als Vorsitzende, auch Roman Herzog zum Beispiel. Also es gab profilierte Protestanten, die diesem Arbeitskreis vorstanden. Und Ziel dieses Kreises war es, das protestantische Profil der CDU, CSU zu vergrößern. Und das hat er, denke ich, auch geschafft, vor allem durch eine sehr effektive Personalpolitik innerparteilich. Schauen wir uns die nächsten drei Karikaturen so ein bisschen hintereinander an, weil sie in eine ähnliche Richtung ziehen. Ja. Hier sehen wir unter einer Käseglocke zwei Bischöfe, evangelisch und katholisch, würde ich diesmal wirklich exakt sagen, die sich irgendwie rumkeilen und rumstreiten, während nebenan, also die normalen Gläubigen, so würde ich mal interpretieren, sich unterhalten und also Ökumene praktizieren. Dann können wir vielleicht gleich die nächste Karikatur hier, sehen wir ein Schiff, möchte bloß wissen, was den alten Kahn noch über Wasser hält, steht hier. Das heißt aber, es geht in eine ähnliche Richtung, ja. Ja, also das alte Kirchenschiff, die Ecclesia, ist wirklich abgewrackt. Und das fatale Signal eigentlich ist, dass die Kirchenoberen gar nicht wissen, was diesen alten Kahn noch über Wasser hält. Denn also im Grunde die Lebendigkeit des kirchlichen Lebens hält diesen Kahn über Wasser. Man sieht auf den Fischen Orden, kirchliche Gemeinschaften, Laienorganisationen, Gebetskreise. All das ist es letztlich, was den alten Kirchenkahn noch über Wasser hält und nicht die Flickschusterei sozusagen der Amtskirche.
Heißt also, die Kirche lebt, aber die Amtskirche hält sie nicht unbedingt am Leben. Suggeriert diese Karikatur von Tiki Küstenmacher, ist das ja, das kennt man ja. Vermutlich, diesen markanten Strich von ihm. Bekannter evangelischer. Ja, genau, sogar einer der wenigen Theologen, der theologischen Karikaturisten, die in der Ausstellung gezeigt werden. Ja, und dann als letztes in dieser Trilogie, was sieht man da? Zwei Bischöfe, die wie Karl Marx aussehen? Ja, das ist das Marx-Engels-Forum in Berlin sozusagen, das Ensemble. Sitzend sieht man hier einen katholischen Marx sozusagen stehend, einen lutherischen Engels als Sinnbilder kirchlicher Orthodoxie, würde ich es mal sagen. Und von Marx stammt ja der Spruch, Ökumene ist Opium des Volkes, Religion ist Opium des Volkes. Also sozusagen die kommunistische Religionskritik, die er geprägt hat, das ist zum geflügelten Wort geworden. Und hier wird dann Ökumene von dem katholischen Marx als Opium für das Kirchenvolk bezeichnet. Also die kirchlichen Sinne, die Sensibilitäten, der Sensus Catholicus wird benebelt durch die Ökumene als Opium, als geistige Droge sozusagen. Das ist natürlich auch etwas böse formuliert, aber trifft vielleicht so im Kern doch ein bisschen einen wahren Punkt. Wie war das zu Zeiten von Theodor Heuss? Mit Ökumene war kein großes Thema damals. Für die katholische Kirche war es kein großes Thema. Also am Ökumenischen Rat der Kirchen hat sich die katholische Kirche ja bis zum heutigen Tag nicht beteiligt. Ökumene wurde bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, muss man sagen, einzig und allein im Sinne der Rückkehr-Ökumene verstanden. Das heißt, die Protestanten sollten zurückkehren? Genau, in den Schoß der einzig alleinselig machenden Kirche zurückkehren. Und einen anderen Zugang hatte die katholische Kirche nie gefunden. Also nicht einmal katholische Bischöfe sollten mit evangelischen öffentlich auftreten. In der katholischen Presse sollte auch nicht von den Kirchen gesprochen werden. Auch die Mischehe war ja damals noch ein Thema, also evangelisch und katholisch. Genau, also der vor allem vor Ort immer auch zu Verwerfungen geführt hat. Also es gibt viele Briefe in den einzelnen Archiven, die belegen, dass von katholischen Pfarrern, also mit selbst denjenigen, die dem Mischehepaar gratuliert hätten zur Hochzeit, dass die mit Exkommunikation bedroht worden sind. Also in den Hirtenbriefen wurde immer wieder vor den Gefahren der Mischehe gewarnt. Das war immer noch in den 50er Jahren ein heißes Eisen. Aber die zunehmenden Zahlen der Mischehen zeigen eben auch, dass sich die Leute immer weniger haben vorschreiben lassen, ihre private Lebensordnung durch kirchliche Normen. Gab es auch noch regelrechte Konfessionskämpfe, dass man sich wirklich versucht hat, voneinander abzugrenzen? Ja, die gab es ganz massiv. Also man hat sogar in den Medien teilweise von einem Konfessionskrieg gesprochen. Für uns wirkt das heute wirklich grotesk, muss man sagen. Man hat auf Kinderspielplätzen blickdichte Ligusterhecken gepflanzt, damit katholische und evangelische Kinder voneinander getrennt spielen können. Karnevalsgesellschaften haben sich nach Konfessionen getrennt. Friedhöfe, Simultanfriedhöfe sollten wieder monokonfessionell werden. Rettungsschwimmen wurde mancherorts nach Konfession getrennt erteilt. Also das sind wirklich Zeiten, die man nicht mehr mit der Bundesrepublik assoziiert. Also es hat sich doch vieles zum Guten verändert, kann man sagen, in der Zeit. Also danach zum Guten im Sinne einer Entkonfessionalisierung. Ja. Und das hat auch zu einer gewissen Befriedung geführt. Das denke ich schon, ja. Jetzt schauen wir uns noch eine Karikatur an. Da geht noch ein Stück weiter, da geht es um die Weltreligionen, Trialog, wenn Sie das kurz... Ja, man sieht also hier sinnbildlich Vertreter der drei monotheistischen Weltreligionen, Islam, Judentum und hier sieht man jetzt einen Lutheraner für das Christentum. Und die scheinen doch so sehr auf sich selbst bezogen, auf ihre Dogmen, dass sie nicht einmal hochblicken können und sehen, dass es Überschneidungen gibt. Und sie nehmen also nicht die Möglichkeit wahr, in einen Trialog, also einen christlich-jüdisch-islamischen Dialog einzutreten, der nach dieser Karikatur durchaus möglich wäre. Der ja durchaus auch existiert. Inzwischen gibt es ja immer wieder Treffen der verschiedenen Religionen. Ja, genau, man spricht auch von abrahamitischer Ökumene in manchen Kreisen, also dass sozusagen Abraham als sozusagen Stammvater von allen, dass das auf der Basis möglich wäre, in den Dialog einzutreten oder in den Trialog, ja. Johannes Paul II. Hat ja auch zu einem großen gemeinsamen Gebet in Assisi vor einigen Jahren damals aufgerufen. Das wäre auch wieder der Blick zur heusischen Zeit, also 50er Jahre, völlig undenkbar, oder? Ein Trialog undenkbar, einfach auch in Deutschland mangels Vertretern des muslimischen Glaubens, die ja erst sozusagen vor allem durch die Gastarbeiteranwerbung in den 60ern dann in die Bundesrepublik geströmt sind. Aber es gab doch den christlich-jüdischen Dialog und da kommt auch Heuss ins Spiel. Heuss war Schirmherr der Woche der Brüderlichkeit und er hat sich auch aufgrund vieler
Freunde, die er im Judentum hatte, sehr intensiv für den christlich-jüdischen Dialog eingesetzt, für eine Aussöhnung auch mit dem Staat Israel auf staatlicher Ebene, aber eben auch auf der religiösen Ebene. Da war Heuss durchaus ein Vorreiter dieses christlich-jüdischen Dialogs. Schauen wir uns noch eine letzte Karikatur an. Da geht es um die Wirtschaft, ums Geld. Nennen Sie Werte unserer Gesellschaft, die nicht im DAX enthalten ja, sind? Ja, also manche dieser Karikaturen haben auch so eine kapitalismuskritische Spitze durchaus. Hier ist also nicht von materiellen Werten die Rede, sondern von moralischen Wertvorstellungen. Und hier könnte man natürlich den Bogen schlagen zur Welt- und Wirtschafts- oder zur Finanz- und Wirtschaftskrise, dass dort eben in diesem schrankenlosen Kapitalismus im Grunde jeder moralische Kompass abhanden gekommen ist. Und auch die Leute, die man hier sieht, laufen ja sozusagen vorbei an dieser Tafel, auf der sie ihre Werte hätten schreiben können. Also nicht mal dafür bleibt mehr in dieser hektischen Zeit die Gelegenheit. Und wieder der Blick zurück zu Heuss. Mhm. War damals die Welt noch in Ordnung in dem Sinne? Ach, das könnte man jetzt natürlich allzu leicht sagen. Früher war alles besser. Nein. Also der Kapitalismus war sicherlich in der Form noch nicht globalisiert entwickelt, wie wir es heute kennen. Aber die Wirtschaft spielte natürlich auch eine große Rolle. Stichwort Wirtschaftswunder in Anführungszeichen. Und das wurde, um den Bogen zu schlagen, in den Kirchen durchaus kritisch gesehen, dass dort auf einmal ein Materialismus in die Häuser, in die Wohnhäuser einzieht, mit Fernseher, mit Radio etc., die Leute vielleicht auch ein Stück zu sehr ablenkt, die auf einmal die Leute andere Werte hochschätzen lässt, als es früher der Fall gewesen ist, eben materielle Werte und keine geistigen oder moralischen Werte. Die Ausstellung ist noch bis Ende August zu sehen, habe ich genau, gesagt. Genau, Ende August. Ja. Den ganzen August über auch freier Eintritt während der Sommerwochen. Insofern, wer Interesse haben sollte, kann gerne das Heuss-Haus aufsuchen. Okay, also dann, liebe Zuschauer, wählen Sie den Weg ins Theodor-Heuss-Haus. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für den Besuch. Vielen bei Dank. Ihnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.